wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen, an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Absenkung des Alters der Kinder, wenn sie des Nachzugsalters. Dann kommt der fünfte Punkt und der sechste Punkt, kommen sicherlich die Fragen, ob ich auch Asylgründe schaffe außerhalb der politischen und der rassistischen Verfolgung, also auch Gründe, wenn andere Gründe sozusagen, also aus dem Geschlecht oder Ähnlichem, stattfinden, also seine Frauen, die irgendwie wegen ihres Frauseins irgendwo verfolgt werden, ob ich denen jetzt einen zusätzlichen Asylgrund gebe. Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, und die Reaktion war völlig richtig, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Bär, ein Normalfall, ich muss mich ja auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauschen müssen. Nun haben wir ein Normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenden Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist, und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, das nicht bemerkt worden. Es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt dem Bären praktisch begegnet. Was da hätte passieren können. Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren, wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn ich mal da eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden am Sonntag im Garten sitze und es ist einigermaßen gutes Wetter, da tanke ich Kraft, und ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder aufrichte. Ja, und ein bisschen mähen tue ich, und ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde, und dann macht sie es beziehungsweise mit dem Gärtner zusammen. Wer ein Trio vorne hat wie Ronaldo, Ronaldinho und die anderen Brasilianer, Roberto Carlos, das ist Rivaldo dazu noch, Rivaldo und Ronaldinho und Ronaldo. Also das dann verloren zu haben, das ist zwar bitter, aber nicht so bitter. Wenn heute eine Familie ein Kind bekommt, eine Frau mit ihrem Mann oder umgekehrt,